Fantastisch ist er. Hallo. Na, das aber nett. Herzlich willkommen. Schicke neue Frisur. Super. Perfekt. Danke für den netten Empfang. Das macht die Sache ja richtig leicht. Grüße Sie zu Hause auf das Allerherzlichste. Und heute kommen wir mit Zombies und Aliens und Geistern. Aber keine Angst, wir reden nur drüber. Wir lassen die wilden Dinger nicht los. Die kommen ja vor in Horrorfilmen, also in Filmen, die fernab der Realität spielen. Und es gibt wirklich Menschen, die stehen auf dieses Filmgenre wie eine Eins, gehen darauf ab wie Nachbars Lumpi, um eine moderne Formulierung zu benutzen. Und wenn Sie sich mal in Ihrer Videothek... Alles im Griff bei dir? Okay, okay. Wenn Sie sich mal in Ihrer Videothek umgucken, dann werden Sie sehen, es gibt einen ganzen Haufen dieser Produktion. Und es gibt Leute, die fahren da wirklich tausendprozentig drauf ab. Horrorfilme machen mich an. Und wir haben Menschen eingeladen, die genau das nicht nur behaupten, sondern leben. Unser erster Gast zum Beispiel kann uns eine ganze Menge über die Lust am Grauen verraten. Er ist ein Horrorfilm-Fan. Und er guckt sich die nicht alleine an, die Filme, sondern mit seiner 13-jährigen Tochter zusammen. 13-jährigen Tochter. Klaus Richter, herzlich willkommen, Klaus. Klaus. Klaus, warum schaust du gerne Horrorfilme an? Am Horror finde ich schön, dass man sich dort gruseln kann. Und besonders, wenn der Schauer über den Rücken läuft, dann ist es ein sehr guter Horror. Und ein Horror hat einen Ausgang, den man nicht voraussehen kann. Aha, wir haben uns heute mal was ganz Originelles einfallen lassen. Die Dame, die neben ihm sitzt, vertritt nämlich die andere Meinung. Nein, das hat ja keiner für möglich gehalten. Waltraud Trompa-Rulich, herzlich willkommen. Waltraud, wie findest du Horrorfilme? Horrorfilme sind für mich der reinste Horror. Ich kann meinem Körper, meiner Seele was Schöneres antun, denn ein Horrorfilm beeinflusst mein Unterbewusstsein. Klaus und Waltraud. Oh, ja, höre ich hier schon im Publikum. Sehr stark. Oh Gott, das wird ja eine Diskussion. Klaus und Waltraud. Wir werden mit euch reden, eine ganze Sendung lang und noch mit vielen anderen Gästen. Bis gleich. Aber es gibt Sachen mit Schlagbohrmaschinen und sowas. Aber meistens ist doch... Der Rheinländer würde sagen, da jemand mit der Flex bei. Also ich möchte sagen... Oder WC-Reiniger in Halskütten. Und das ist ein Mann von 25 Jahren und er sagt, er ist gedanklich und seelisch ist er gesund. Bin ich, aber ich habe keinen Schaden genommen oder sowas. Ich... Finde ich schön, dass man sich dort gruseln kann. Und besonders, wenn der Schauer über den Rücken läuft, dann ist es ein sehr guter Horror. Horrorfilme sind für mich der reinste Horror. Ich kann meinem Körper, meiner Seele was Schöneres antun. Musst du weg, oder? Also, willkommen zurück. Bislang ist die Axt noch nicht ausgepackt worden. Wir wollen mal gucken, ob man Klaus und Waltraud nicht irgendwie doch zusammenbringen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden uns versuchen, der Geschichte mal ganz langsam zu nähern. Klaus, welche Art von Filmen sind das denn, die du da am liebsten anschaust? Ja, am liebsten schaue ich die Filme, die einen Spannungsbogen aufbauen mit einem überraschenden Ende, das keiner voraussehen kann. So wie Sissy. Das wäre das Gegenstück, ja. Schicksalsjahre einer Kaiserin. Ja, aber einen Spannungsbogen gibt's doch auch. Und das Ende... Also, wenn ich nur mal danach gehe, wie viele Tränen immer wieder vergossen werden, obwohl jeder weiß, wie das Ding ausgeht, dann ist das doch irgendwie immer wieder überraschend. Das ist richtig. Das ist nicht mein Ding. Ich werde auch bei Sissi sicher keine Träne weinen. Aha. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sehr viele Krimis guckt. Und da gibt's nur drei Fragen. Wer ist der Mörder? Wo ist das Motiv? Und beim Horror passieren Dinge, die dort nicht vorkommen können. Klaus, geht es dir denn dabei um diesen Gruseleffekt oder verspürst du auch schon eine gewisse Lust daran, fließendes Blut zu sehen? Nein, dann geht es mir um den Gruseleffekt. Das Blut ist Nebenprodukt, sage ich einfach mal. Aha. Also wenn eine Hand abgehackt wird, ist das für dich okay, aber ist nicht Hauptsache der Geschichte. Das ist nicht Hauptsache. Ich verstehe. Und du bist in deiner Familie ja nicht der Einzige, der diese Leidenschaft hat, sondern du teilst diese Leidenschaft mit einer jungen Dame. Das ist richtig, mit meiner Tochter. Hast du nicht irgendwie Angst, dass deine Tochter, 13 zarte Jahre jung, psychische Schäden davon trägt? Das Gefühl habe ich nicht, denn wir haben den ersten Horror zusammengeguckt.
nachdem ich mir das anhören musste, dass sie auch mal einen gucken wollte. Ja. Und ich halte nichts von verboten, wo ich einfach sage, das gibt's nicht, sondern ich demonstriere das und sage, wir gucken den mal zusammen. Verstehe. Muss ich nachfragen. Jetzt ist sie 13. Wie alt war sie, als sie zum ersten Mal so ein Horrording angeguckt hat? Circa 10. Aha. Oh mein Gott. Nein, es ist ja unser aller Gott. Aber sag euch was dazu. Ja, das ist total verantwortungslos. Ich will nicht sagen, dass dieser Mann unfähig ist, ein Kind zu erziehen. Oder unreif, er ist überreif. Das heißt? Ja, 51 Jahre. In seinem Alter sind viele, viele Männer Großväter. Er ist Vater. Ich nehme an, er spricht keine Verbote aus, damit seine Tochter sagen kann, oh, ich habe einen coolen Daddy. Das ist nicht ganz richtig. Und er weiß nicht, was er seiner Tochter damit antut. Also ich... Klaus. Gut, ich sage mal, man kann das Spieß auch umdrehen. Man kann natürlich alles verbieten und sagen, du guckst keine Werbung, du guckst keinen Horror, du guckst keinen Krimi. Werbung ist schon okay. Werbung ist schon okay. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute ihre Kinder keine Werbung gucken, wegen der schnellen Bildabfolge. Das ist nicht gut für die Kinder. Und ich finde, man muss sich mit allem auseinandersetzen, auch mit Horror. Ja, aber da steht doch nun mal drauf, ziemlich schwarz auf weiß gedruckt, oder welche Farbe auch immer, freigegeben ab 18 Jahren. Und der Gesetzgeber ist ja nicht irgendein Haufen von Menschen, die andere tyrannisieren, sondern der Gesetzgeber macht sich ja Gedanken vorher. Und die schreiben das da drauf, weil sie glauben, dass das richtig ist, dass die Filme von Minderjährigen nicht geguckt werden. Ja, das ist ein Anhalt, dieses Datum. Außerdem der Gesetzgeber, wir können ja mal ein gutes Beispiel nehmen, der Gesetzgeber sagt nach irgendwelchen Katastrophenunfällen immer überhaupt keine Gefahr für die Bevölkerung. Das wird auch gesagt. Und wer es glaubt, der wurde dann auch eines anderen belehrt. Wenn ich mein Kind erziehe, dann gehe ich nicht nach einem Gesetzgeber, sondern richtig, da gehe ich nach der Gesundheit und richtig, nach dem Wohlergehen des Kindes. Genau, und das habe ich auch im Auge. Und deshalb habe ich das zuerst mir selber angeguckt, den Film, und dann mit ihr zusammen. Ihre Tochter steckt in der Pubertät. Sie weiß nicht, ob sie Männchen oder Weibchen ist. Ich glaube, sie das weiß sie. Das kann ich mir vorstellen. Na, aber deshalb heißt sie doch, mit Anführungsstrichen. Waltraud, deshalb heißt sie doch Tochter. Damit haben wir das doch schon geklärt. Mit Anführungsstrichen. Sie hat Pubertätsprobleme. Sie hat Probleme in der Schule. Sie hat Probleme im Elternhaus, auch wenn sie ein ganz liberaler Vater sind. Und dann kloppen sie noch mit diesen ekligen, widerlichen Filmen voll. Dieses Kind muss doch zitternd vor dem Fernseher sitzen. Sie dürfen doch nicht von sich aufschließen auf ihre Tochter. Sie ist doch noch überhaupt nicht ausgereift. Sie kann doch die Filme noch gar nicht gedanklich richtig verarbeiten. Dieses Kind liegt im Bett und hat Albträume. Sie sind da nicht da. Und sie wird es Ihnen bestimmt nicht sagen, weil sie dann keine Horrorfilme mehr gucken kann. Also das glaube ich nun nicht, weil ich kenne meine Tochter besser. Ich weiß, dass sie Probleme mit unserem Elternhaus nicht haben. In der Schule die Probleme, weiß ich nicht, ob sie das beurteilen können. Jedenfalls hat sie da auch keine. Probleme immer wieder in Anführungsstrichen. Ja gut, das sage ich auch in Anführungsstrichen. Ein Kind denkt. Ja, haben wir da ja Männlein, Weiblein auf der Bühne sitzen, Klaus und Waltraud nämlich. Vielleicht ist es ja auch so, wir müssen einfach mal fragen, was die Mutter der Tochter, also seine Frau, das ist eine normale Ehe und alle sind noch zusammen. Die war sehr skeptisch, gelinde gesagt, natürlich darüber. Also die findet es nicht so groovy. Die findet es nicht so gut, nein. Aha. Und wir haben es auch abgemacht, dass ich das erst gucke und dass wir das gemeinsam gucken und darüber sprechen. Aha. Das heißt also nicht, dass da irgendwelche... Du guckst dir die Teile also immer zweimal an, wenn ich es richtig verstehe, ja? Ja, das ist richtig. Aha. Und achtest dann auch ein bisschen darauf, wie die Tochter reagiert, und dann kann man ja auch abschätzen, wie man beim nächsten Mal sich selbstverständlich, wir sprechen darüber. Wir sprechen auch über die Szenen und über alles andere auch. Okay, hier gibt es eine Frage im Publikum. Ja, also ich fand die Kritik eben ziemlich krass. Ich sag mal, 10 Jahre ist natürlich auch sehr extrem, sag ich mal in Anführungsstrichen. Aber ich sag mal, die, in den Zeichentrickfilmen, die heutzutage laufen, da ist schon genauso viel Gewalt. Und man kann sein Kind nicht vor allem beschützen, denn wie der Mann eben auch schon sagte, die Verbote, die führen zu nichts, dann gucken sie sich das mit Freunden heimlich an. Das ist wichtig. Ich bin aber die Erziehungsberechtigte. Und ich kann darauf achten, was meine Tochter oder was mein Kind sich anschaut. Und es nicht noch erlauben. Wenn sie es heimlich macht, okay, kann ich es nicht dagegen tun. Nur dann wird sie nicht damit fertig, wenn sie es alleine guckt. So ist jemand dabei. Aber eins verstehe ich nicht. Es gibt, ja. Es gibt ja draußen nicht so dick. Ja, dann halt doch selber. Es gibt draußen ja genug Horror, da brauche ich mir nicht solche Dinger noch reinziehen, ne? Also, die Welt ist schlecht genug. Ja, genau. Ja.
Also ich finde das nicht richtig, welche Einstellung Sie dazu haben. Dann müssen Sie das alleine machen. Wenn alles schläft, steigen Sie nachts aus dem Bett raus und dann gucken sich die Dinger da an. Bis zum geht nicht mehr. Nein, er nimmt es ja auf, guckt sich das an und spielt es ja dann seine Tochter das ist vor. Schweinkram. Ich spiele es nicht vor, wir gucken es zusammen. Und Schweinkram war hier nicht die Rede. Horrorfilme. Es geht doch um Horrorfilme. Er weiß doch gar nicht, wie seine Tochter wirklich darauf reagiert. Was die psychisch dabei ihr abläuft. Auch wenn die darüber sprechen, aber wie es im Inneren aussieht, weiß ich nicht. Ja, mit 13 ist man zu jung. Gut, also die Tochter ist natürlich hier, das ist ja das Prinzip der Sendung. Aber ich finde natürlich, dass wir nicht in das Innere reingucken, weil das würde ja eine Operation notwendig machen. Und das wollen wir nicht. Aber sie heißt Maike, ne? Die Tochter heißt Maike. Maike, die begrüßen wir sehr herzlich. Hallo Maike, herzlich willkommen. Ja, wie sieht's aus in dir drin? Also, ich finde, ich kann am besten beurteilen, ob ich jetzt Albträume davon kriege oder nicht. Und ich weiß genau, ich kriege keine Albträume davon. Du schläfst total gut. Du hast ja auch so ein friedliebendes T-Shirt an. Da sieht man ja auch schon gleich, dass du auf Hänsel und Gretel stehst. Hat er irgendwann gesagt, guck dir doch sowas auch mal an? Oder warst du selbst diejenige, die gesagt hat, Paps, ich möchte gerne mal? Ich habe ihn gefragt, ob ich das mal gucken darf. Weil auch in meiner Klasse haben welche gesagt, sie gucken jetzt Horrorfilme und so. Und mein Vater meinte, ja, er würde mir mal einen zeigen und dann hat er das gemacht. Okay, und jetzt macht ihr also immer Sessions. Was empfindest du denn, wenn du Horrorfilme anguckst? Ich grusel mich ein bisschen, aber sonst danach denke ich da auch nicht weiter drüber nach und so. Also ach so. Ich kriege keine Gruselträume. Dann ist die Hemmschwelle aber schon ziemlich hoch überschritten. Denn Maike, ich muss dir sagen, ich bin auch Mutter einer Tochter. Meine Tochter ist allerdings heute schon über 30 Jahre alt. Und als sie in deinem Alter war, sah sie heimlich Horrorfilme. Meine Tochter ist seelisch und nervlich sehr krank gewesen. Sie musste anderthalb Jahre in ärztliche Behandlung und hat diese Angst heute noch nicht verloren. Du kannst es wirklich in deinem Alter noch nicht einschätzen, was für dich gut ist in Bezug jetzt auf Horrorfilme. Ja oder nein. Und wenn du kein Gruseln mehr empfindest, dann hast du deine Hemmschwelle schon ziemlich weit überschritten. Dann liegt der Level bei dir schon ziemlich hoch. Ja, ich meine, das sehen Sie jetzt so. Ich sehe das anders. Ich denke mal, das können dir auch viele Psychotherapeuten sagen. Nee, so weit sind wir noch. Wir sind ja bei einer Talkshow hier und noch nicht auf der Bank. So, hier gibt's, lecker, die mag ich total gerne. Von horrorgeschädigten Kindern. Ja, vielleicht ist aber das Problem, dass Ihr Kind es allein gesehen hat. Und das wollte ich eben vermeiden, indem wir es zusammen gucken. Okay, aber da steht doch drauf, ab 18, da musst du ja noch ein bisschen warten. Das hat ja durchaus seinen Sinn, dass da drauf steht, ab 18. Ja, ich denke, für viele Kinder ist es noch nicht gut, aber ich halte mich. Du bist da außen vor, weil du schon relativ erwachsen bist und immer sehr offen rangehst. Da kommt ja Gewalt drin vor in diesen Dingern. Ja, das stimmt. Aber da werden so Köpfe abgehackt und Hände abgehackt und Menschen umgebracht und so. Findest du Gewalt gut? Nein, Gewalt eigentlich nicht. Aber ich denke mal, es gibt auch Horrorfilme, wo nicht nur Gewalt drin vorkommt, sondern so die Handlung, der Grusel und so. Und du brauchst das, dieses Gefühl, so. Ja. Und das findest du irgendwie witzig und angenehm. Ja. Außer mit Papa zusammen Filme gucken. Ich meine, es gibt viele Väter, die gucken überhaupt keine Filme mit den Kindern. Und das ist möglicherweise der ganz schlechte Weg. Das stimmt. Maike, misch dich weiter ein. Es gibt bestimmt noch ganz viele Menschen, die eine andere Meinung haben. Halt einfach dagegen. Waltraud, deine Tochter, als sie in diesem zarten Alter war, hat ja auch mal Horrorfilme geguckt. Ja, das hatte ich schon einen gesagt. Speziellen, ja, aber einen speziellen. Wie hieß der? Psycho, glaube ich. Ja, Psycho. Aha. Wo der Geist aus dem Körper des Kindes rausgeht und sie dann da mit der Stimme eines Toten spricht. Und der hat ihr sehr zu schaffen gemacht. Und das Kind hat ja nicht nur die Filme gesehen, sie hat ja auch darüber nachgedacht. Und sie hat sich damit sehr beschäftigt und war denn der Schuss in den Ofen, der nach hinten losging. Glaubst du, so eine Filme können auch Schäden verursachen bei Erwachsenen? Aber natürlich. Horrorfilme, wir lesen es doch in der Zeitung, haben Kinder verleitet zu töten. Es ist doch noch gar nicht so lange her, wo ein, ich weiß nicht, ich lese die Berichte nicht, weil die mir auch an den Nerven gehen, wo der das Messer oder das Beil genommen hat und den Nachbarjungen totgeschlagen hat. Erzählen Sie jetzt mal den Eltern des toten Kindes, dass Horrorfilme anschauen nicht schädlich sind. Aufgrund des Horrorfilms hat er das Kind getötet, weil er genau die Tötungsart machen wollte. Dieses Kind war in einem richtigen Blutrausch. Und Erwachsene genauso, die verlieren ihre Hemmschwelle. Der einen Krimi geguckt hat. Der hat also das auch nachgemacht.
Ich kenne Erwachsene, die zugeben, die sich teilweise Horrorfilme angeschaut haben und jetzt sagen, sie schauen sich die Horrorfilme nicht mehr an, weil sie schon in dieser Art ab und zu gedacht haben. Haben sich mit Nachbarn gezankt und dann gedanklich ich will das Waltraud einfach noch mal auf den Punkt bringen. Würdest du denn sagen, dass der Klaus ein verantwortungsloser Vater ist? In Bezug auf Horrorfilme schauen, ja. Gewissenslos, ja, gedankenlos. Er weiß noch nicht, was er sein Kind antut. Hm. Es kann passieren, ich hoffe es nicht. Aber was macht er, wenn sie mit 14, 15 Jahren krank ist? Was macht er dann? Sagt er immer noch, das ist richtig gewesen? Genau dem beuge ich damit vor, dass ich meinem Kind das nicht verbiete und nicht zwei Fremden gucken lasse, sondern Einfluss nehme, ihr erkläre das. Das halte ich für besser, als mich darüber zu verschließen und zu sagen, nein, wird nicht geguckt, dann wird woanders geguckt und dann kommen eventuell Schäden. Aber als Vater... Als Vater kann ich aber auch Verbote aussprechen. Kann ich, ich bin dann bestimmt kein Rabenvater, wenn ich sage, du mein Kind, es gibt genug andere Filme. Oder geh in Sportverein oder tu das, wenn du den Kick brauchst. Es gibt genug Verbote, die ich ausspreche. Mein Kind darf nicht alles. Das ist doch völlig selbstverständlich. Okay, wir müssen jetzt mal, weil wir reden natürlich jetzt immer noch über Filme, die so ein bisschen, naja, fast schon Soft-Horror-Filme sind, so mit ein bisschen Grusel, bisschen kalten Schauer über den Rücken. Das sind ja so die Filme. Du machst ja die, wo eine Familie irgendwie in ein Haus kommt und, richtig, wo so, und dann sind Geister drin, ja, unvorhergesehene Dinge passieren. Also mein nächster Gast kann mit so einem Easy-Zeug und Kinderkram überhaupt nichts anfangen. Bei dem wird es erst richtig schön, wenn das Blut so fortgeschritten spritzt. Der Mann heißt Rainer Kleine. Herzlich willkommen, Rainer. Rainer, gut, dass du hier bist. Rainer, du hast Horrorfilme auf Video. Wie viel hast du da so ungefähr? Ja, 400 Stück. 400 Stück? Oh, ich glaube, ich rutsche der Wahnsinn. Was findest du denn so das Besondere und das Tolle an diesen Filmen? Oh, es muss richtig knallen, ey. Wenn das Blut muss sprießen und sowas, Kannibalen, Zombies, das muss alles mit dabei sein. Ansonsten finde ich das scheiße. Ja. Woher bekommst du so eine Filme? Übers Ausland zum Teil und dann gibt es hier Versandfirmen. Berlin gibt es zwei Stück, einen gibt es in Bayern und halt über Österreich. Und man kriegt es auch so, man kriegt überall kriegt man Filme weg. Verstehe. Kein Problem. Okay, aber die in der Videothek, die sind hier zu harmlos. Mhm. Natürlich, da sitzt überhaupt nichts dahinter. Wenn ich mir einen Film angucke aus der Videothek, ne, der Regisseur, der hat sich was dabei gedacht, als er den Film konstruiert hat. Und wenn ich mir den Film mal angucke als Endprodukt, ne, was in den deutschen Videotheken dann da rumsteht, das ist nur noch ein Filmskelett, da ist nichts mehr drin. Geschnittenes Zeug. Absolut geschnitten. Halbe Wahrheiten. Ja klar, letztens habe ich mir mal, just for fun, habe ich mir mal den Braindead ausgeliehen. Und das ist ein relativ krasser Film, ist das. Ne? Aber ist so ein Fansblätter, ne? Mit 90% Blutgehalt, ne? Und das knallt total. Ey. Und habe ich mir den ausgeliehen in der deutschen Version, ne? Der hat die Hälfte gefehlt. Ne? Im Original, da kommt der Film so locker rüber, das gibt's gar nicht. Das ist Wahnsinn. Aha, verstehe. Wie oft guckst du denn so eine Filme an? Dreimal am Tag. Schaff dir Wann hast du denn an? Ich brauche keine Freundin. Wenn sie schon eine, irgendwann wird sie schon mal eine finden. Wann hast du zum ersten Mal einen Horrorfilm gesehen? Oh, mit 12, lebendig gefressen. Und deine Lieblingsfilme sind? Zombiefilme. Zombiefilme. Gibt's denn irgendwie auch einen Film, wo du sagst, okay, ich finde das total gut, das Zeug, aber das ist mir eine Nummer zu heftig, das ist einfach dann auch nicht mehr gut, Ich hatte letztens, habe ich mal einen gesehen und sowas, und das ging um so ein japanisches Foltercamp, ging das, im Zweiten Weltkrieg. Man Behind the Sun war das. Und der war schon relativ krass, aber jetzt nicht nur wegen den Special Effects, eigentlich weniger. Einfach nur die Rahmenhandlung, weil das wirklich auf wahrer Begebenheit laufen soll. Ne, und da habe ich mir doch schon Gedanken gemacht. Aber obwohl die Effekte waren eigentlich ganz geil. Findest du es okay, wie Klaus das macht mit seiner 13-jährigen Tochter? Das ist ja fast schon unangenehm, dass sie immer sagt, dass sie 13 ist. Ja? Bestimmt willst du lieber 16 sein, oder? Wollen wir sagen 16? Wir wissen ja, wie es wirklich ist. Also mit Maike auf jeden Fall. Er führt sie langsam an die Gewaltdarstellung in den Filmen. Ja, mein Gott, wenn es dir gefällt, was soll man ihr denn da reinreden? Aber da steht doch drauf ab 18 und da steht da nicht ohne Grund drauf. Ja, ab 18, ja, okay, meine, dann sollen sie sich dran halten und sollen die Filme ab 18 rausgeben. Sonst die meinen ja nicht ab 18 Uhr, sondern ab 18 Jahre. Das meine ich. Ja. Ich meine, oder sowas, daran muss man sich auch halten. Ne? Dann soll man die Filme wirklich ab 18 Jahre rausgeben, ne? Und dann sollen auch die betreffende Person, wie gesagt, die Aufsichtsperson, da der Vater, dann soll er darauf achten oder sowas, dass die Klamotten nicht allzu heftig sind, ne? Dass das Kind keinen Schaden nimmt. Aha.
Entschuldigung, ich würde vorschlagen, dann beschäftigen wir uns mit meinem nächsten. Was so Welchen Maßstab hast du denn? Was ist denn heftig und was ist denn nicht heftig? Heftig ist, da muss alles mit vorkommen oder sowas. Ein Kopf. Also wenn jetzt jemand eine Kreissäge nimmt und einen Menschen halbiert, ist das heftig? Ja. Es gibt Sachen oder sowas, die sind krasser, obwohl das fällt auch schon in den Rahmenbereich, dass es schon unheimlich heftig abgeht. Aber es gibt Sachen mit Schlagbohrmaschinen und sowas, die gibt es schon ganz... Aber meistens ist doch... Der Rheinländer würde sagen, da jemand mit der Flex bei. Also ich möchte sagen... Oder WC-Reiniger in Halskütten. Und das ist ein Mann von 25 Jahren und er sagt, er ist gedanklich und seelisch ist er gesund. Bin ich auch, ich habe keinen Schaden genommen oder sowas. Ich habe ein normales Essverhalten, ich bin kein Sodomist, ich bin nicht nekrophil, ich bin gar nichts. Nur weil ich mir die Filme gerne angucke, ich gucke sie halt gerne. Okay, also, er guckt sich das gerne an. Was steht hier an der Seite? Das Tattoo. Ein Tattoo. Ein Tattoo ist das. Ein Tattoo. Ein permanent Tattoo. Neckig. Und dann begrüßen wir meinen nächsten Gast, der heißt Paul. Ich sage ihm gleich den ganzen Namen. Der heißt Paul und der hat sich den Kampf gegen die Horrorfilme auf seine Fahnen geschrieben. Und zwar in ganz großen Lettern. Er ist Mitglied in der Aktionsgemeinschaft zur Verwirklichung der Rechte des Kindes in der Bundesrepublik Deutschland. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich ein bisschen. Er heißt Paul Perling. Herzlich willkommen. Liebe Kollegin Vera, 30 Sekunden später wird's, weil ich sage den Namen dieser Aktion nochmal. Aktionsgemeinschaft zur Verwirklichung der Rechte des Kindes in der Bundesrepublik Deutschland. Paul, was machen die denn? Bitte? Was macht diese Aktionsgemeinschaft? Was wir machen, wir sind für Kinder da, nicht für die Eltern, sondern für die Kinder da. Wenn jetzt Kinder beispielsweise in den Heimen sind und möchten nach Hause oder mit den Jugendämtern aus der Familie rausgerissen wurden, dann setzen wir uns für die Kinder ein. Kümmert euch um die, betreut, die helft, gebt Hinweise. Richtig. Können Sie sich vorstellen, dass der Paul in Sachen Horrorvideos eine ziemlich krasse und eindeutige Meinung vertritt? Er wird sie uns gleich kundtun und ich hoffe, Sie sind da noch bei uns. Kurze Unterbrechung, bis gleich. Demnächst bei Kerner. An deiner Armut bist du selber schuld. Rufen Sie jetzt an. 01805 343475. Die Kinder, die haben in diesem Film, haben die nichts zu suchen. Die haben ihr Vormittagsprogramm, die haben alle möglichen, die haben 25 Sender, die können sie gucken oder sowas, ne? Und dann müssen sie aber erstmal an die Wurzel gehen, wo sie die Filme herkriegen. Und dann können sie erstmal loslegen. Vorher ja, und die Wurzel ist doch dessen schon, dass ihr sie kauft. Also wenn sie nicht gekauft werden, wird auch nichts produziert. Das ist doch ganz normal. Oh. Was wollen Sie denn? Wenn Sie schon eine, irgendwann wird sich schon mal eine finden. Horrorvideos machen mich an, total. So heißt diese Sendung. Meine persönliche Meinung ist das durchaus nicht. Gut, dass Sie noch bei uns sind und dann reden wir noch mal drüber. Paul, du hältst Horrorfilme für gefährlich vermutlich? Ja, absolut gefährlich. Warum hältst du die für gefährlich? Die Kinder werden in der Psyche beeinflusst bzw. in die Gewalt integriert. Durch die Horrorfilme. Und die Horrorfilme müssten meines Erachtens oder unseres Erachtens abgeschafft werden. Ihr seid strikt dagegen, um das mal kurz zu machen. Ja. Ja? Neben dir sitzt ein Vater, der lässt sein Kind, 13 Jahre jung, so eine Filme gucken. Sag ihm, was du davon hältst. Wenn du was davon hältst. Halte ich davon. Das ist vom Vater verantwortungslos, absolut verantwortungslos, ein Kind einen Horrorfilm sehen zu lassen. Ne? Und Sie sind der Meinung, wenn Sie das verbieten, ist damit das Thema durch. Es guckt kein Kind mehr Horrorfilme. So das Thema ist das. Nee, das Thema ist nicht durch. Das Thema ist deshalb. Aber man kann doch erkennbare Gefahr schon verhüten. Weil man es verbietet. Weil einfach die Eltern da verantwortungslos arbeiten, denn die Kinder, die können das psychologisch gar nicht verarbeiten. Es heißt zwar, meine Kinder, denen macht das nichts aus oder sonst was, das ist ein Trugschluss.
Aber absolut, das Horrorfilm-Genre, das ist schon seit den 30er Jahren, das ist in jedem das. Aber es ist seit 30er Jahren, ist es aber nicht so offiziell, dass man hierher geht und in jedem Videoladen kann man die Dinge kaufen. Ja, die sind auch nicht für Kinder gemacht. Ja, die sind nicht für Kinder gemacht, aber die Kinder kommen doch hin. Das wissen sie doch auch, wenn sie zu Hause Videos haben, dass da die Kinder dann... Nee, bei mir nicht. Mal, erzählen Sie mir doch nichts. Bei mir nicht, nee. Wieso? Ich habe keine Kinder in der Nachbarschaft. Ja gut, Sie haben jetzt keine, aber jetzt bei ihm, er hat Kinder und lasst das Kind noch mit. Ihr habt doch, Paul, ihr habt doch so eine Tests gemacht. Was ist denn das Schlimmste an diesen Filmen? Also was ist das, was wirklich problematisch ist für diese Filme? Die Kinder, die werden gewalttätig mit der Zeit. Ne? Das kommt im späteren Leben dann raus, wenn sie praktisch zwischen Jugend und Erwachsen werden. Die Kinder gehen einfach gewalttätiger mit der Menschheit um als andere Kinder. Gibt es irgendwelche Dinge, die besonders auf Kids wirken? Sagen wir mal, wenn es Blut spritzt oder Gruselaktionen wie Geisterhaus oder die Gesichter, die man da sieht. Ich weiß es nicht. Ich hatte früher immer so Angst vor dieser Phantomas-Figur. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich glaube, ich bin doch das größte Weichei der Welt. Aber diese grüne Maske, da hatte ich immer so Schiss vor. Die Kinder schrecken davor zurück. Also bin ich normal, ja? Ist ja normal. Na, und die Kinder, die geben das ja nicht sofort wieder. Das kommt ja im Laufe der Zeit dann zum Tragen. Und dadurch ist ja heute auch die Gewalt so stark bei den Kindern. Mhm. Und gerade bei den Jugendlichen. Na, die Eltern und die Erwachsenen, die sagen ja, warum ausgerechnet unser Kind? Ne? Glaubst du? Kann ich mich ja darauf einstellen oder sowas, dass ich ein paar Jahre mit der Kettensäge irgendwie amok laufe? Ich guck die auch schon mit. Sag uns nur rechtzeitig Bescheid, weil wir werden da nicht gerne in der Nähe. Das hat mit der Kettensäge überhaupt nichts zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass die Erwachsenen darüber nachdenken sollten, wo die ganze Gewalt herkommt. Und das kann doch aus dem Gangster-Rap kommen, oder was weiß ich. Das liegt doch mit an euch. Bitte? Das liegt doch mit an euch, wenn die ganzen Gewalt gekauft werden. Wenn die nicht gekauft werden, wenn die Filme nicht gekauft werden, dann werden keine produziert. Ja, aber wenn sie mir gefallen, was soll ich denn machen? Ja, dann produzieren sie doch selber an und schauen sie sich selber an. Dann ist es ja okay. Jeder soll sehen, was er will, aber man sollte... Nicht kleine Kinder noch, oder man sollte rechtzeitig Kinder die Probe rein. Jugendliche, richtig. Nein. Und also zusammengucken hat es das im... Nee, auch nicht zusammengucken. Ich finde mehr Notwendigkeit, dass Sie das Sie ein Kind kann doch das psychisch gar nicht verarbeiten. Der schaut zwar rein, ist auch begeistert momentan, aber von innen her geht doch ganz was anderes vor sich, nämlich die Gewaltherrschaft. Kommt da zum Tragen. Das kann man doch nicht auf jede Person einzeln, kann man das doch nicht abmachen. Ja, sicher kann man das im Großen und Ganzen sagen, dass die Kinder durch Horrorfilme beeinflusst werden. Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Ne? Und auch die Erwachsenen. Alle Blondinen sind dumm, alle Kinder kriegen von Horrorfilmen. Nee, das ist ein ganz dummer Spruch von Ihnen. Nein, eine Frau ist blond. Kinder sind alle, werden alle krank. Eine Frau ist blond, aber ist nicht dumm. Nur ihr seid dumm. Ihr seid dumm, wenn ihr den Kindern das Video dahin bringt. Na? Ihr müsst ja zum Psychologen gehen. Wenn ihr als Elternteil, ich habe jetzt nicht mit Ihnen gesprochen, wenn ihr als Elternteil meinem Kind da Horrorfilme vorführt. Er müsste eine Anzeige kriegen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Sie müssten noch zum Psychologen gehen. Aha, das wusste ich noch. Können Sie mir einen guten empfehlen? Ja, kann ich machen. Ja. Das ist schön. Ich finde am Horrorfilm noch nicht mal die Horrorszene so schlimm, sondern die Handlung, die brutale Handlung, dieser perverse Gedankengang, der zu den Horroreffekt erst führt. Und dann noch diese Musik. Und damit lassen Sie Kinder voll dröhnen. Also Musik? Haben Sie sich schon mal ein Krimi angeguckt, was da für Musik ist? Die Musik sagt ja weniger aus. Das ist das, was das Kind sieht. Die Kinder, die haben in diesem Film, haben die nichts zu suchen. Die haben ihr Vormittagsprogramm, die haben alle möglichen, die haben 25 Sender, die können sie gucken oder sowas. Ne? Und dann müssen sie aber erstmal an die Wurzel gehen, wo sie die Filme herkriegen. Und dann können sie erstmal loslegen. Wurzel ist doch dessen schon, dass ihr sie kauft. Also wenn sie nicht gekauft werden, wird auch nichts produziert. Das ist doch ganz normal. Oh. Was wollen Sie denn alles verbieten? Ja, sicher. Alles zum Wohle des Kindes. Da sind die Kinder anständig. Kinder sind gut für Zukunft. Kinder nicht hätten, kannst du dir, wenn du 40, 50 Jahre alt wärst, keine Videofilme mehr leisten. Die zahlen doch nicht in die Rentenkasse ein oder sowas, damit ich meine Filme gucken kann, wenn die später arbeiten. So.
Es ist jedenfalls so, dass die Erwachsenen nicht noch den Kindern auch noch den Dreck auf Deutsch gesagt noch vorführen. Das ist doch Schwachsinn hoch drei. Na, ich kann doch mein Kind nicht mit Gewalt schon reindrücken. Halten. Haben Sie sich denn ja, sicher, aber es gibt doch andere Themen auch an Kind, was beizubringen oder was? Haben Sie sich schon mal die Zeichentrickfilme angeguckt? Da passiert keine Gewalt. Haben Sie schon mal Märchen gelesen, was da passiert? Da wird gemordet, aufgelöst, versteinert und alles. Horrorfilme, Horrorfilme, die Fratzen, die kommen in den Horrorfilmen lebendig raus, als bei dem Trickfilm. Aber es ist doch Unterhaltung. Es ist doch nette Unterhaltung, wirklich. Was ist das? Es ist eine nette Unterhaltung. Ich weiß nicht, entweder irgendwie... Also Zeichentrick und Horror habe ich auch schon gesehen. Das ist, ich habe zum Beispiel mit ihm da unten hier, da habe ich hier mit Otti, da habe ich sonst früher und sowas, da haben wir schon mit 16, ach, da waren wir 15, 16 Jahre. Und da haben wir uns die Filme angeguckt und er hat auch keinen Schaden. Und ich habe auch keinen. Ja, ihr merkt es ja selber gar nicht. Ich meine, ist das normal, wenn 25-jähriger Mann sich vier Filme am Tag reinzieht, und dafür auf eine Freundin verzichtet, ist ihr das normal? Das, das hat nichts mit meinem Geschlechtsleben zu tun. Ihr merkt doch selber gar nicht mehr, was mit euch passiert. Wieso? In Horror. Wenn du dir einen Horrorfilm anguckst, wo eine Leiche vergewaltigt wird, was denkst du dir denn dabei? Gar nichts. Also, was guckst du dir denn Horrorfilm an, wenn du dir dabei nichts denkst? Das sind Erotikfilme für Nekrophile. Aber das ist ja kein Horrorfilm. Also offensichtlich wissen Sie jedenfalls, genau, was normal ist und was nicht. Das ist schon, finde ich, sehr erstaunlich. Denn jedenfalls ist es doch so, dass auch derjenige, der sich die Horrorfilme reinzieht, irgendwo schon einen geistigen Nacks hat. Die sind doch verklemmt, die Leute. Ja, das ist gut, dass Sie das nie verklemmt. Sie kennen mein Geschlechtsleben nicht. Dann wissen Sie aber, dass ich nie verklemmt bin. Was hat das mit dem Geschlechtsleben zu tun? Mit dem Geistigen hat das was zu tun. Und nicht mit dem Geschlechtsleben. Ja? Da drin muss doch die Birne stimmen und nicht im Geschlechtsleben. Nein, das stimmt. Bei mir stimmt es so. Was hat das mit dem Schwanz zu tun, wenn der Kopf nicht stimmt? Weil sie gesagt hat, dass ich deswegen auf eine Freundin verzichte, tue ich ja nicht. Na? Wieso verzichte ich auf eine Freundin deswegen? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Hat auch gar nichts damit zu tun. Das ist... Sag ich doch. Na also. Ja. So, dann will ich diese kurze Situation nutzen, um einfach nur was zu sagen. Ich bekomme ein bisschen Geld dafür und habe so einen Redeanteil vertraglich vereinbart. Deshalb sage ich jetzt einfach mal zwei Sätze. Jetzt könnt ihr wieder reden. Warum erzeugt das, was im wahren Leben Ekel erzeugt? Warum erzeugt das an den Kinokassen lange Schlangen? Ja, weil ihr so doof seid und kauft es auch noch. Zu sehen. Ich meine, habt ihr nicht genug zu tun, um sich so eine bekloppten Filme einzuziehen? Da wäre mir meine Zeit zu schade. Sie brauchen das doch. Es ist ja nicht Ihre Zeit. Es ist doch so, dass ihr mal nicht einmal ganz in Freiheit kommt. Wo kommen denn die ganzen Messerstechereien her und der ganze Gewaltakt von den Jugendlichen, wo kommt das her? Oh, aus dem Horrorfilm. Ja, mit unter anderem auch. Das ist die Verrohung der Gesellschaft. Ja eben, da muss man irgendwo anfangen und nicht noch die Kinder mehr Gewalt reinbringen. Was wollen Sie denn sonst noch alles aus den Regalen nehmen? Na? Harte Actionfilme, Pornofilme, alles und raus. Und Nutella auch. Ja, raus damit, sicher, ganz genau. Damit die Kinder wieder endlich einmal eine gerade Linie kriegen. Auf alle Fälle. Also ich bin die Kinder wissen doch überhaupt keinen Halt mehr. Die haben doch überhaupt nirgends mehr einen Halt. Das liegt am Elternhaus und nicht am Horror. Und wenn man so doof ist wie Sie und den Kindern noch den Schein drückt, da hängt es doch irgendwo ab. Paul! Ein guter Anfang wäre schon geschaffen, wenn die Filme erstmal aus dem Fernseher rauskommen. Oh. Wenn jetzt jemand Horrorfilme sehen möchte, okay, dann soll er in den Laden gehen, soll sie sich einziehen, alles richtig. Aber dann sollte auch die Kontrolle, die staatliche Kontrolle sollte dann auch so verschärft werden, dass nicht Kinder mit 11, 12, 13, 14 mit einer Einkaufstüte voll Horrorfilme rausgehen dürfen. Waltraud, Moment, stopp! Möchtet ihr, dass Steffi arbeitslos wird? Steffi, die dieses Kabel festhält und damit ihr Studium finanziert? Nein, natürlich nicht. Deshalb gebe ich den Job wieder ab. Steffi übernimmt ihn wieder und ich moderiere die Sendung weiter. Und wo ihr gerade so nett klatscht, wo ihr gerade so nett applaudiert. Ich finde das eine außerordentlich spannende Diskussion. Wenn es mir auch manchmal Schwierigkeiten bereitet zu folgen, weil ihr redet alle gleichzeitig. Aber ich kämpfe mich ohrentechnisch durch. Ich hoffe, Sie bleiben auch bei uns. Und begrüßen wir sehr herzlich Jochen Wittenberg. Herzlich willkommen, Jochen. Jochen, du bist mal verurteilt worden, weil du ein... Nee, da kommt. Bitte?
Nee, nur ganz kurz. Jochen, du bist ja verurteilt worden mal, weil du einen, ich sag das mal so, gewaltverherrlichenden Film, na ist ja so, vertrieben hast. Wie kam das zu dieser Verurteilung? Ja, das ist ein sehr merkwürdiges Verfahren, was hier in Deutschland üblich ist. Wenn irgendeine Mutti oder so meint, dass ihre Tochter oder Sohn einen bösen Film gesehen hat, erstattet sie Anzeige bei irgendeinem Jugendamt. Das Jugendamt guckt sich das Ding auch an, erstattet Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Und dann entscheidet irgendein Amtsrichter in Hintertupfingen, dass dieser Film in Zukunft zur allgemeinen Beschlagnahme ausgeschrieben wird. Ja, dann das ist doch gut. Dann kriegt ihr alle ein Zettelchen, ihr Videothekenmenschen. Ja, Banane, von wegen. Das wäre ja schön. Ja. Es gibt zwar so einen, von der Bundesprüfstelle einen Report, der kommt alle 14 Tage raus. Da stehen die neuen Indizierungen oder Beschlagnahmen drin. Nur die haben eine ganz andere Nummer drauf. Das Urteil wird gesprochen, wird nachmittags schnell in der Maschine getippt und wird dann per Telex an sämtliche Jugendämter in Deutschland geschickt. Und zwei oder drei Tage später stehen sie bei einem Laden, holen das Cover aus dem Regal raus und eröffnen ein Strafverfahren. Und jetzt muss ich jetzt noch mal, mir gehen langsam hier die letzten Haare im Nacken hoch, wenn ich die Diskussion da gehört habe. Nein, ich finde das total schön. Das ist gut jetzt. Es kommt hier von der Waltraut der... Ja. Fertig? Ja. Es kommt hier von der Waltraut der Ruf wieder nach dem Staat. Wir müssen alles reglementieren, wir müssen alles in Gesetze fassen, es muss alles verboten und erlaubt explizit werden. Ja, warum nicht? Das kann ich dir genau sagen. Das ist aber eine Frage, das ist ja im Grunde diese letzte Möglichkeit. Das ist meine ja nicht so, Tochter dass sie hat es an ihren eigenen Leibe erfahren und ich auch. Ich musste mir, um die Ängste meiner Tochter zu verstehen, musste ich mir wirklich 2, 3 Filme angucken. Und ich habe wohl dummerweise die schlimmsten Filme gesehen. Ja, ist traurig, aber wo zur Hölle hat sie die Filme her? Mich heute noch. Wo zur Hölle hat sie die Filme her? Wir haben Schilder an den Türen, es kommen Leute nur ab 18 Jahren rein. Darf ich machen? Das ist mir zu doof jetzt. So. Es dürfen Leute nur ab 18 Jahren rein. Solange es solche Chaoten gibt wie den Klaus, der seiner Tochter, die vielleicht das abkann, das will ich gar nicht abstreiten, mag sie die Ausnahme sein, aber die redet in der Schule drüber und dann hören das die anderen, die darf Horrorfilme sehen und dann fängt die Nachfrage an. Solange die Erwachsenen, die Eltern sich daran halten und die Filme unter Verschluss halten und sich selbst angucken, passiert nichts. Dann sind solche chaotischen Vereine wie von dem Paul nicht erforderlich, weil das Problem ist gar nicht, das existiert nicht. Und ich habe eben mit dem Linksaußen in der Garderobe gesessen. Wir haben auch drüber gesprochen, er hat auf mich einen absolut normalen Eindruck gemacht. Und wenn er meint, er muss sich die Filme reinziehen, ja, zur Hölle, dann soll er es doch machen. Das ist doch dein bester Kunde. Wir sind der darf er ja auch. Das Ganze läuft doch wieder darauf hinaus, wir sind in Deutschland, wo alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, verboten ist. In den Staaten ist es andersrum. Es wird nur das, was verboten ist, wird auch tatsächlich verboten. Nein, alles andere ist erlaubt. Du sehen, was du willst. Es geht mir um Kinder. Um Regelrecht um Kinder, wie er sagt. Da kommt in der Schule ein Junge, erzählt, oh, ich habe einen geilen Horrorfilm gesehen. Und schon sagt der liebe Nachbarjunge, um bei Ihnen mit angesehen zu sein, ich möchte mir auch angucken, weil er nicht zugeben will, dass er Angst davor hat. Meine Damen und Herren, liebe Gäste in dieser Sendung, liebe Waltraut, geschätzter Paul. Von ihm noch, wir werden ganz dicke Freunde, wenn du mich jetzt ausreden lässt. Und ich habe einen so langen Atem, ich habe nämlich das Quatschen gelernt und ich rede jetzt so lange, bis ich wieder alleine bin. Liebe Gäste in dieser Sendung, ich freue mich so, dass ihr alle da seid. Paul, jetzt ist doch alles gut und herzlich willkommen, Jörg Buttgereit. Ja, nach wie vor so, wer am lautesten kann auch am besten, eigentlich schade, aber es wirkt bisweilen. Jörg, es ist ja nun auch wirklich dringend an der Zeit, dass wir mal mit einem sprechen, der fachlich richtig ein bisschen oder eine ganze Menge Ahnung davon hat, der also sowas produziert oder herstellt, was Paul, das ist der junge Mann neben dir, so anprangert. Du bist nämlich nicht nur aus Berlin, sondern du bist auch Regisseur und du bist Regisseur von Horrorfilmen, kann man das sagen? Viele Leute sagen es, ich würde es nicht sagen, aber wenn es denn sein muss, kann man es ruhig sagen. Na gut, aber es gibt zumindest einen Film, den du gemacht hast, der heißt Necromantik 1. Ne? Und das ist im Grunde so eine Art Kultfilm in der Horrorszene. Du bist der Regisseur dieses Films, da geht es ja doch um ziemlich extreme Sachen. Worum geht's denn da? Es ist ein Film über die Liebe zum Menschen und was von ihm übrig bleibt. Könntest du das ein bisschen, also bei der Vorsilbe Necro habe ich irgendwie so Assoziationen. Finden die in dem Film statt? Ja.
Das heißt? Aber jetzt nicht auf so eine herbe Tür, sondern auf eine sehr merkwürdige Tür. Deswegen wurde dem Film auch ein Strafverfahren mal angekreidet. Was wir dann im Nachhinein gewonnen haben. Und mittlerweile ist der Film Kunst, offiziell. Aha. Aber es geht in diesem Film, geht es um die Liebe mit... Es geht um Nekrophilie. Nicht mehr lebende Menschen. Auf einem Interview mit einer nekrophilen Frau aus Amerika. Aha. Warum machst du sowas mit so brutalen Szenen? Mach doch Sissi. Kannst du da gutes Geld mit verdienen? Ich meine, also Sissi ist ja schon gemacht worden. Nenn's halt anders. Nekrophilie ist ja nicht brutales erstmal. Es geht ja um die Liebe zum Menschen. Aha. Und Gewaltszenen sind in meinen Filmen oft auch drin. Und wenn Gewaltszenen drin sind, dann sind sie auch relativ drastisch, weil ich finde, dass Gewalt, was widerliches ist, also auch drastisch dargestellt werden sollte. Also ich empfinde jeden James-Bond-Schuss als sehr viel gewaltverherrlichender als irgendeine Kettensäge, die sonst was abschneidet, weil einfach da der Eindruck entstehen könnte, man kann sein Problem mit einem kurzen Schuss... Die machen es nach, oder? Ja, die schießen aber eher mit Pistolen und rennen nicht mit Kettensägen los. Ja, das machen sie auch schon heutzutage, ne? Weil sie mit der Kettensäge noch gar nicht so klarkommen, ne? Für eine Kettensäge brauchen wir wenigstens keinen Waffenschein. Ja. Sind denn Horrorfilme eine Möglichkeit, Gewalt abzureagieren? Also ich habe damals, als ich noch jung und frisch war, auch jede Menge von diesem Schmonz geguckt. Und mir kommen die Tränen. Ne? Und mir ist eigentlich nichts passiert. Man kommt aus den Sachen raus und ist relativ... relaxed, denke ich mir. Findest du, es gibt in Deutschland so eine Art Doppelmoral oder eine gewisse, nennen wir es mal, Scheinheiligkeit im Umgang mit Gewalt? Unbedingt. Nämlich? Also meine Filme sind im Ausland sehr viel etablierter als hier. In erzkatholischen Ländern wie Spanien sind die in jeder Videothek zu haben. Hier habe ich echte Probleme. Dann sag uns doch noch, bevor wir diesen jungen Mann kurz zu Wort kommen. Paul! Haben sie nicht. Nur zwei, drei Fragen immer. An ihn, von mir, dann könnt ihr wieder. Das nur ganz kurz. Hobbypsychologen. Was ist von dir demnächst zu erwarten? Kurzen Vorgeschmack vielleicht auf die nächsten. Ich sage, jetzt sind nicht unbedingt Horrorfilme. Die nächsten Sachen, die ich plane, sind, ist immer ein Film über einen Talkshow, Master. Mhm. Und. Und dann kannst du einfach mein Gesicht nehmen, weil das ist ja schrecklich genug dann. Also das andere Projekt, was ich habe, ist über eine Art. Kastrationsmaschine für Sexualstraftäter. Oh. Nein, ich glaube, die Diskussion führen wir jetzt nicht zu Ende. Nein, okay, ich dachte, der junge Mann mit der modischen Kurzhaarfrisur wollte sich kurz zu Wort melden. Wenn dem nicht so ist, dann, meine Damen und Herren, begrüßen Sie freundlicherweise eine Dame, die zu uns kommt, die Horrorfilme schon immer ganz gerne mochte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ungefähr 7 Monaten kann sie schlichtweg den Hals nicht mehr vollkriegen. Sie heißt Nicole Sertic. Herzlich willkommen, Nicole. Nicole, magst du Horrorfilme? Ja. Was magst du an Horrorfilmen, Nicole? Die beruhigen mich. Die beruhigen dich? Die beruhigen dich? Ja. Jetzt andere Schwangere essen ihren sauren Heringsdip und ich guck meine Horrorfilme. Ach, das brauchst du für die Schwangerschaft. Oh Gott, hat das Folgen für das Kind. Wir werden das natürlich alles gleich klären. Mit einem Haufen von Hobbypsychologen und mit Ihnen zu Hause. Bleiben Sie bei uns. Bis gleich. Demnächst bei Kerner. An deiner Armut bist du selber schuld. Rufen Sie jetzt an. 01805 343475. Ich mich nicht in die Badewanne setzen, mir Grimms Märchen vorlesen, wo Kannibalismus drin ist. Ja, das wollte ich bei Hänsel und Gretel. Wie ist das denn, wenn Sie keine natürlich. Frauen, Sie sind schwanger. Ja, ich weiß das, Kind. Ich weiß das seit 7 Jahren, dass ich schwanger bin. Liebe Walter, geschätzter Paul, von ihm noch, Wenn Sie dicke Freunde, wenn du mich jetzt ausreden lässt, und ich habe einen so langen Atem, ich habe nämlich das Quatschen gelernt, und ich rede jetzt so lange, bis ich wieder alleine bin. Willkommen zurück. Und dann wollen wir doch mal mit der werdenden Mutter sprechen. Nicole, glaubst du nicht, dass das möglicherweise all der Schauer über den Rücken und der Schauder und deine zittrigen Hände und was weiß ich, dass das möglicherweise schlecht ist für das werdende Leben in dir? Nein, weil ich schätze mal, dann dürfte ich mich eigentlich nur noch im Badezimmer einschließen. Dann darf ich nicht auf Straßen gehen. Da kann mir passieren, dass ich über die Straße gehe und sehe, wie einer angefahren wird. Hm. Ich kann
in die Bahn ansteigen und die überfährt gerade eine alte Frau oder so. Ich meine, dann dürfte ich mich eigentlich nur noch hinter Tür und zu und nicht mehr raus, bis das Kind da ist. Das sind unvermeidliche Dinge. Ein Horrorfilm ist vermeidbar, ne? Haben Sie schon mal Ihren Frauenarzt gefragt, ob der damit einverstanden ist? Der ist nicht mit Zigaretten einverstanden. Das ist das, was schädlich für das Kind ist. Aber von Horrorfilmen hat er noch nie was gesagt. Haben Sie schon mal ein Kind, ein ungeborenes Baby, auf einen Ultraschall gesehen? Nee, da ich im 6. Monat schwanger bin, muss ich es ja wohl gesehen haben. Ne? Ich würde Ihnen das mal raten, anzuschauen. Also dieses Baby, das lebt mit ihren Emotionen, mit ihren Schreck, mit ihren Steigen, das Adrenalinspiegel, dieses Kind, da streckt die Arme und streckt die Beine im Mutterleib. Ja, das merke ich ja. Ich merke auch die Tritte. Also ich nehme an, Frauen auch. Das Kind ist ja von Haus aus schon nervös. Warum sollte das nervös sein? Ziehen Sie das rein, aber Sie merken es nicht. Und dann passt es auch. Ganz anders. Dann darf ich mich nicht in die Badewanne setzen, mir Grimms Märchen vorlesen, wo Kannibalismus drin ist. Weil Hänsel und Gretel. Wie ist das denn, wenn Sie das natürlich. Frauen, Sie sind schwanger. Ja, Ich weiß, dass er sie mörderisch war. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu klären. Maike, war das der Horror hier? Ja. Ja? Okay, alles klar. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke euch. Danke den Gästen. Viel Spaß mit Vera am Mittag. Alles Gute. So. Das nächste Mal bei Kerner. Mein Schutzengel lässt mich nie im Stich. Hast du manchmal das Gefühl, dass du selbst ein Engel bist? Ich denke, ja. Uwe, hat jeder von uns einen Schutzengel? Ja, aber wir sehen... Ach, das ist doch gut. Mensch, das ist doch mal eine erfreuliche Mitteilung in dieser Sendung, oder?